Die südfranzösische Region Languedoc-Roussillon erstreckt sich vom Rhonetal bis zur spanischen Grenze und bildet das größte Weinbaugebiet Frankreichs. Die über 200 Kilometer lange, weitgehend flache Mittelmeerküste bietet Sandstrände ohne Ende. Wie viele Küstenorte im Languedoc liegt auch das malerische Gruissan nicht direkt am Meer, sondern gut geschützt etwas landeinwärts an einem Étang. In den Salinen von Gruissan wird unter anderem das kostbare Fleur de Sel gewonnen. Auch der Wein profitiert vom Einfluss des nahen Mittelmeers. Das Meer ist entscheidend für die Qualität unserer Weine. Wir haben viel Wind, kühle Nächte und heiße Tage, vor allem zu der Zeit, wenn die Trauben langsam reif werden. Das sorgt für eine fantastische Traubenqualität. Etwas landeinwärts liegt die Stadt Narbonne. Sie kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Von den Römern, den Mauren bis hin zu den Katharern. Sie alle haben ihre Spuren hinterlassen. Und es gibt viel zu entdecken. In den Halles de Narbonne ist die Auswahl an Gourmet-Spezialitäten riesig. Durch die Landsenke zwischen Pyrenäen und Zentralmassiv wurde ein Kanal vom Mittelmeer über Toulouse bis nach Bordeaux am Atlantik gebaut. Der Canal du Midi war früher Haupttransportweg für die Weine. Deshalb befinden sich in seinem Einzugsgebiet die bedeutendsten Weinbauregionen. Vor 30 Jahren haben die Winzer des Languedoc-Roussillon eine regelrechte Kulturrevolution des Weinbaus eingeläutet. Sowohl in önologischer als auch in ökologischer Hinsicht. Deshalb sind wir heute in der Lage, fantastische Weine zu produzieren. Eine völlig andere Landschaft findet man nördlich von Montpellier am Südhang der Cevennen. Wir gehören zur Appellation Terrasse du Larzac. Die für die Gegend typische rote Erde ist vulkanischen Ursprungs und macht den Wein sehr weich und würzig. Wir haben aber auch Schieferboden, der unseren Weinen einen mineralischen Charakter verleiht und ihm Säure und eine frische Note gibt. Weinliebhaber finden abseits der touristisch oft stark belebten Küste eine große Auswahl von Weingütern mit eigener Hotellerie. Hier erleben sie direkt, wie die guten Tropfen hergestellt werden. Domaine de Cigalus, millésime 2014. Authentische lokale Küche und charaktervolle Weine machen den Aufenthalt zum unvergesslichen Erlebnis.